Hallo, guten Abend. Ich wollte euch noch ganz kurz ein paar Inputs geben, wonach ich alles gesucht habe und wo ich es dann letztendlich gefunden habe. Jetzt tatzt hier der Hund rum. Also muss ich es rechts halten, das Handy. Ja, ich habe gerade mein Bett gemacht und dann ist mir eingefallen, oh mein Gott, wie lange ich nach der Matratze gesucht habe, auf der ich gut schlafe. Wie lange ich in Hotelzimmern verschiedene Zimmer anschauen musste, dass ich dort gut schlafen kann. Wie lange habe ich die richtige Wohnung gesucht? Hallo, Birgit. Wie lange habe ich die richtige Wohnung gesucht, in der ich mich wohlfühle? In der ich die richtigen Nachbarn habe. Wie lange habe ich den richtigen Mann gesucht, der zu mir passt? Wie lange habe ich all das gesucht, was richtig ist? Wie lange habe ich all das gesucht, wo ich gut schlafen kann? Wie lange habe ich all das gesucht im Außen, was für mich ein Wohlfühlgefühl findet? Und das führt uns so auf Irrwege. Diese Art und Weise zu denken führt uns so krass auf Irrwege. Weil statt die Matratze zu suchen, auf der ich endlich gut schlafe, habe ich die Frau gefunden, die immer gut schläft. Anstatt die Wohnung zu finden, in der ich mich wohlfühle, habe ich eine Frau gefunden, die sich wohlfühlt. Und die natürlich selbstverständlich eine Wohnung hat und Nachbarn hat, die sich gut anfühlen. Anstatt im Hotel 1000 Zimmer anzuschauen, wo das Bett gut steht, wo ich gut schlafen kann, bin ich die Frau geworden, die überall gut schläft, die sich überall sicher fühlt. Die Frau, die immer gesucht hat, was meine Berufung ist oder mein Lebenssinn, der Sinn meines Lebens, bin ich die Frau geworden, die der Sinn des Lebens ist, die den Sinn des Lebens verkörpert. Ich bin die Frau geworden, die nicht mehr suchen muss, die alles schon hat, die alles verkörpert, die weiß, wie es funktioniert, die Frau zu sein, die sich wohlfühlt, die Frau zu sein, die sich sicher fühlt, die Frau zu sein, die unterstützt wird, die Frau zu sein, für die das Leben spielt in ihrem Sinne. Verstehst du, was ich meine? Diese ewige Suche nach dem Richtigen, nach dem richtigen Moment, nach dem richtigen Coach, nach dem richtigen so und so. Eigentlich musst du gar nicht mehr suchen, irgendwas Richtiges im Außen. Du musst nur wissen, dass es darum geht, dass du die Frau bist, die das alles schon in sich hat und die das einfach nur herausholen muss, aktivieren muss, fühlen muss, als diese Verkörperung durchs Leben gehen muss. Und schon bist du so sicher und schon bist du so angekommen und schon kannst du wählen. Ja, schon weißt du, aus was du wählen möchtest. Es ist so genial. Wenn du diesen Weg, diesen Divine Design Weg erkennst, wenn du erkennst, dass dieses ganze menschliche Gedenke, dass dieses ganze menschliche Suchen eigentlich schon angelegt ist in uns und wir einfach nur am falschen Ort suchen. Ich meine, wahrscheinlich kennst du das. Ich suche Liebe immer am falschen Ort. Aber genau das ist es. Liebe zu suchen. Liebe ist ja schon da. Liebe gibt es nicht zu suchen. Liebe reflektiert sich aus uns heraus in alle Richtungen. Reflektiert es von allen Richtungen. Es reflektiert von allen Menschen zurück. Es reflektiert dann irgendwann mal vom Liebespartner zurück. Es reflektiert vom Hund zurück, der hier die ganze Zeit, wo ist er, mich antastet. Aber es ist alles eine Reflexion.
Und dieses Außensuchen bringt uns echt auf den Holzweg. Das bringt uns in eine Never-Ending-Schleife, die niemals das bewirkt oder das erzeugt, was wir uns so, so sehr wünschen. Und mir geht es nicht darum zu sagen, ja, such's in dir, find es in dir, sondern sei's du, sei's. Und das ist anders wie suchen. Und das ist auch anders wie finden. Das ist dieses Living in the End von Neville Goddard, der einfach sagt, du kannst bedingungslos jetzt in diesem Moment die Person sein, die in diesem Leben lebt, das du leben möchtest. Nur diesen Moment, der reicht halt nicht für unseren Verstand, sondern für unseren Verstand gibt es eben Zeit, für unseren Verstand gibt es Prozess, für unseren Verstand gibt es eine Entwicklung. Aber diese Entwicklung und dieser Prozess, das ist nichts Lineares, sondern das ist ein Prozess, für den du dich öffnest und Schritt für Schritt einfach weitergehst und weitergehst. Und das ist einfach so eine andere Sichtweise, so eine andere Weltsicht, die eben keine Zeit kostet, weißt du, die eben nur Mut kostet, weil sie so anders ist, die Entschlossenheit kostet, weil sie so anders ist. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir hier sind, um das zu erkennen, dass das Leben nicht so kompliziert ist, dass es nicht so bedingungsvoll ist, dass es nicht so an Voraussetzungen, dass es überhaupt nicht an Voraussetzungen gebunden ist, sondern dass unser Leben wirklich bedingungslos aus uns heraus entsteht. Und das ist anders, als wir das kennen. Das ist ein anderes Lebensgefühl, das ist ein anderes, es ist ein anderer Entscheidungsprozess, es ist ein anderer Kreationsprozess, als den wir kennen. Und er ist so viel leichter, er ist so viel einfacher. Nur musst du da ankommen, indem du es erkennst, dass das, was du suchst, einfach nur einen Augenblick, ein Augenzwinkern, eine Aufmerksamkeit, ein Beleuchten, ein kleiner kurzer Fokus von dir entfernt ist, weil es schon da ist. Du es einfach nicht beleuchtest, du es einfach nicht siehst, du es einfach noch nicht erkennen kannst, weil der Vorhang da ist. Und sobald dieser Vorhang sich gelichtet hat, erkennt dein Verstand, wo die Dinge sind, die du suchst. Und dann muss dein ganzer Körper das noch aufnehmen, in jede Zelle fühlen. Und dann bist du da. Und dann bist du in dem, wo es keine Trennung mehr gibt. Dann bist du dort, wo du gerne wärst, wo du dich wohlfühlst. Und deswegen, wir glauben immer, ich muss erst das und ich muss erst das und ich muss erst das, Schritt für Schritt vorangehen. Aber dieses Schritt für Schritt ist eigentlich nicht ein Schritt für Schritt mir erlauben oder Schritt für Schritt wollen, sondern es ist ein Schritt für Schritt größer fühlen oder angekommener fühlen oder kompletter fühlen oder ganzheitlicher, wahrhaftiger fühlen. Das ist eigentlich dieses Schritt für Schritt. Aber im Außen braucht es gar nichts. Also es muss nichts passieren oder es muss sich nichts zeigen. Es ist wirklich so ein inneres Wissen, das du anzapfst, das du plötzlich, dem du Platz lässt, ja, dem du Aufmerksamkeit gibst. Und das passiert halt oft, wenn du den Verstand ausschaltest. Deswegen funktioniert auch Meditation und deswegen funktionieren ja auch Atemübungen und so weiter und so fort, weil dieses innere Wissen, das ja schon da ist, das überschreibt immer deinen Verstand mit dem, was er glaubt und was er denkt, was das menschliche die menschlichen Funktionsweisen, wie das funktionieren muss und wie das logisch sein muss und wie das zusammen sein muss. Und aber das im Innen, viele nennen es halt Intuition, aber dann wartet man auch wieder irgendwie Intuition so auf Geistesblitz. Ja, auf das darf man eben auch nicht warten, sondern man wartet auf gar nichts mehr, sondern man geht davon aus, es ist da. Was ich will, ist da und dann fühle ich es. Ich will es, es fühlt sich gut an,
Super. Das heißt, ich habe es. Ja, das ist einfach so einfach für den Verstand. Ich will es haben, fühlt sich super an, das heißt, ich habe es. Und wenn ich es habe, muss ich nicht mehr davon abkommen. Dann bleibe ich da. Dann bleibe ich in der Vorstellung, dann bleibe ich in dem Gefühl. Und draußen läuft irgendwie eine Riesensause und ein ganz, ganz krasser Film noch ab, der versucht, mich abzulenken. Und da brauche ich halt diese Disziplin und dieses tiefe, tiefe verankerte Wissen, dass die Sause im Außen mich einfach gar nicht ablenken soll oder muss oder darf. Es darf mich nicht ablenken, wenn ich im Schöpferprozess bin. Aber dieser Schöpferprozess, den trage ich zum Bäcker, den trage ich überall hin. Ja? Ich bin immer diese Schöpferin, nicht nur, wenn ich meditiere, nicht nur, wenn ich aufschreibe, sondern ich verkörper dieses Schöpfersein, dieses göttliche Schöpfersein, dieses aus der höchsten Begeisterung. Und ich sage extra nicht Liebe, weil sonst alle wieder denken, sie brauchen Herzklopfen und Schweißausbrüche und so weiter, sondern es ist einfach eine Begeisterung und die kann laut und die kann leise sein, die kann tief sein, die kann oberflächlich sein, das ist völlig egal, ja. Es ist einfach da, wenn du entscheidest, es ist da. Und wenn es sich nicht mal nach deiner Begeisterungsdefinition anfühlt, wenn du sagst, es ist da, dann kannst du dich daran anlehnen und reinlehnen, in dieses Gefühl noch tiefer gehen. Also es ist, ich weiß, es wird einem immer so als Hokuspokus verkauft und Fidibus und alles mögliche. Ich versuche es einfach so simpel und einfach wie möglich zu erklären, weil es an keine Bedingung geknüpft ist. Es ist kein Gefühl, es ist an gar nichts geknüpft. Es ist einfach und allein eine Entscheidung in dem Sinne, dass du sagst, wie es ist. Es ist eine Erklärung, eine Willenserklärung, ja? Es ist so. Und wie sich das dann anfühlt. Im besten Fall fühlt es sich super an, aber vielleicht fühlt es sich auch manchmal irgendwie ängstlich an oder zweifelhaft an. Aber wichtig ist, dass du einfach bei dieser Erklärung bleibst. Ist einfach, ich sage, ich habe das erklärt, dass es so ist und dass ich es so haben will. Und dann ist es auch so. Und da bleibst du einfach wirklich dabei bei dieser Annahme. Und dann bist du im Schöpferprozess und dann suchst du auch nicht mehr nach irgendwelchen Zahlen 1:1 oder nach irgendwelchen Symbolen oder was weiß ich nicht, was uns alles beigebracht wird. Ja? Du brauchst gar nichts davon, außer dich dazu darin zu üben, in dieser Gewissheit, dass dir alles zusteht, dass du alles für dich ist, dass alles von dir ist, dass alles durch dich ist und dass es eben jeden Moment so ist, wenn du bei dieser Entscheidung bleibst, dass es so ist und dich halt nicht mehr abbringen lässt. Ja, und das war mir gerade wichtig, weil immer wieder ist es immer das gleiche Problem, ja, ich kenne das ja auch, aber irgendwann mal weiß ich, wo ich hinschauen muss. Irgendwann mal weiß ich, wo meine Aufmerksamkeit sein muss. Das ist wie beim Autofahren. Irgendwann mal weißt du, dass du auf die Straße schauen sollst und nicht auf den Schaltknüppel, wie am Anfang. Ja? Wenn du Autofahren lernst, dann guckst du immer, ja, oh, schalten und erster Gang da vorne links, Rückwärtsgang da nicht rein und so. Ja. Aber irgendwann mal weißt du, dass alles, was zu tun ist, und du schaust nur noch auf die Straße. Und du gehst davon aus, dass wenn du auf die Straße fährst, dass alles gehandelt und geregelt ist, wenn du auf die Straße schaust und dass dein Auto dahin fährt. Ja, das ist dieses Gefühl fürs Leben. Dass wenn du irgendwann mal genau weißt, wo das Auto hinfahren soll, dass du das halt eingeloggt hast und dass du dann nur noch diesen Impulsen, Gefühl folgst, wie halt Autofahren geht, was du halt gelernt hast. Also, und deswegen ist es ganz egal, wo du hinfahren willst, ob du in das Nachbarort fahren möchtest oder ans andere Ende der Welt. Der Prozess ist das Gleiche. Das Prinzip ist das Gleiche. Und das wäre eben so cool, oder? Also, ihr Lieben, das wollte ich euch noch mitgeben für heute Abend. Ich habe ja geschrieben, meldet euch an für diese Kennenlerngespräche. Ich habe diese Woche Zeit. Und ich spreche gern mit euch über eure individuelle Situation, wo es gerade hängt.
weil ich das so gut kenne und weil es ist immer das Gleiche. Es ist dieses menschliche Denken, das Human Design, diese Auffassungen vom Leben, dieses Zusammenhänge, logische Denken, das uns halt echt nicht weiterbringt, außer in diese verdammten Sackgassen. Ich wünsche euch einen tollen Abend. Bis dann. Tschüss.